Oh, fällt mir. Pitschi, patschi, yay! So. Ich glaube, wir sollten mal was zum Essen machen, oder? Sehr gute Idee. Also, ritt mit uns. Irgendwas Leckeres, was für den Winter passt. Hast du eine Idee? Ja? Ja? Habe ich. Lass uns aber rein. Wir sprechen mal. Kompüsenfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Buggys Kompüsenstudio. Mhm. Nachdem wir uns draußen schön den Schnee in die Gesichter geworfen haben. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Bisschen Spaß muss sein. Und wann haben wir mal Schnee hier in unserer Region? Das muss man ja einfach ausnutzen. Haben wir einfach gedacht, jetzt machen wir mal was ganz Besonderes. Genau, es soll nämlich einen, ja, Kohlauflauf geben, und zwar einen türkischen Kohlauflauf. Genau. Den werden wir ganz schnell verdeutschen wieder. Weil genau, wir wandeln den ab. Das Haupt ist dazu der Schafskäse. Wir mögen keinen Schafskäse, deshalb ist das nicht mit dabei. Den lassen wir weg, genau. Aber das, ansonsten sollten wir es, also wird es nach Rezept gemacht. Das Originalrezept werden wir natürlich auf unserer Homepage buggy-kombüsenstudio.de veröffentlichen. Mhm. Das ist viel Abgeschreibe, was ich da noch machen muss. Und ihr seht vielleicht in unserer Kamera, wir haben ein Gadget hier, damit er das Rezept jetzt einfach mal drauf hat. Beim letzten Mal haben wir es nämlich vergessen, wir Dösis, jetzt haben wir es wenigstens dabei. Genau, was brauchen wir? Ja, wir fangen mal mit den Zutaten an, oder? Nee. Von wegen, als wenn der entscheiden würde, mit was wir anfangen würden. Nein, natürlich brauchen wir dazu wieder unseren Omnia-Grill. Man kann es vielleicht auch in der Pfanne machen. Es ist das erste Mal, dass wir das überhaupt ausprobieren, dieses Gericht. Deshalb nutzen wir jetzt den Omnia. Vielleicht werden wir das mal anderweitig. Backofen ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, weil es ein Auflauf ist. Ja, hast ja recht. Eine Sache habe ich noch vergessen. Da wir es ja abwandeln, brauchen wir nämlich eine kleine andere Zutat. Und das wäre nämlich Semmelbrösel. Genau, weil wir machen ja kein Käse. Wir sind keine Käsis, deshalb machen wir Semmelbrösel. Jetzt kommen wir aber zu den Zutaten. Ihr braucht 300 Gramm gehacktes Hackfleisch. Das haben wir hier liegen, abgepackt. Also vom Schlachter geholt. Ja, nee, vom Bäcker. Ich kenne seinen Bäcker nicht mehr. Dann haben wir hier einen schönen Weißkohl. Ein Kilo soll es werden, das ist ein bisschen mehr, aber wir schneiden noch ein bisschen was raus. Genau, also wenn ihr ein Kilo habt, dann geht es einfacher. Dann haben wir auf jeden Fall, wir brauchen... Der läuft von oben nach unten durch, einfacher. Wir brauchen Zwiebeln, zwei Stück auf jeden Fall. Dann brauchen wir theoretisch Butter. Wir sind aber keine Butterleute. Wir sind Margarine, denn es ist 100% natürliche Zutaten. Gott, das ist Schleichwerbung. Gott sei Dank. Es ist alles selbst bezahlt hier in diesem Puff. Dann, was haben wir denn dann? Ja, ein bisschen Gewürze natürlich. Also so, ihr braucht so ein bisschen Paprika. Dann nehmen wir Gulaschgewürz, so ein bisschen Brühegewürz. Ja, so ein bisschen Salz, Pfeffer wahrscheinlich noch. Müssen wir mal gucken. Genau. Dann brauchen wir Tomatenmark. Das werdet ihr benötigen. Nicht viel davon? Nee, also eigentlich, also wir haben noch eine andere Tube. Wir werden das Ding hier nicht nutzen, weil das für uns ist. Das würden wir wirklich 1:1 wegwerfen danach. Das wollen wir aber nicht. Was haben wir denn für eine andere Tube? Ja, wir haben noch die Tube. Die kannst du wieder zumachen. Das Ding, wenn du das aufmachst, ist es auf. Aber es ist fast das, oder? Das sind 70 Gramm. Du brauchst einen Teelöffel Tomatenmark. Ja, gut, ein bisschen der mehr. Der macht mich schon jetzt wahnsinnig. Stimmt. Gut, wir brauchen 2 Eier. Ja, genau. Dann 1/4 Liter Milch. Richtig. Und ja, normalerweise würde man Schafskäse machen. Wir machen statt dem Schafskäse das Ganze mit ein bisschen Semmelbrösel obendrauf. Das war richtig lecker. Hat Schwiegermama mal gemacht. Geht nämlich auch, genau. Ja, und 1/4 Liter Fleischbrühe. Also wenn ihr Fleischbrühe habt, dann das. Wir werden das mit einer Gemüsebrühe machen, ne? Richtig. Gut. Ja, fangen wir an, ne? Als erstes müssen wir erstmal den Kohl schneiden. Ja, da kleine mundgerechte Stücke. Genau. Dafür brauche ich erstmal ein scharfes Messer. Ja, das machst du jetzt und ich setze mich wieder hin und werde einfach mal die Regie hier führen. Ne? Richtig.
Als allererstes haben wir erstmal einen Pott Wasser genommen und haben den Kohl da reingesetzt. Warum haben wir das gemacht? Einfach, um es uns ein bisschen leichter zu machen. Nämlich, wenn der Kohl etwas angekocht ist sozusagen, dann lässt er sich ein bisschen einfacher verarbeiten. Mit dem Messer, scharfes Messer ist wichtig, aber mit dem Messer müssen wir ja da durch. Und wenn die Oberfläche so ein bisschen einfacher und leichter ist, schon mal ein bisschen verkocht ist, ist das Ganze leichter zu schneiden. Wenn ihr das nicht macht, ist es auch nicht schlimm. Also es muss nicht so gemacht werden, natürlich nicht. Das macht ja auch jeder ein bisschen auf seine Art und Weise. Ich mache es mir ein bisschen einfacher und koche ihn etwas vor, nicht lange. Ich sag mal so vielleicht 10 Minuten, also 5 Minuten, wenn das Wasser gekocht hat von der einen Seite. 5 Minuten drehe ich ihn nochmal um von der anderen Seite und dann fange ich an, den zu schneiden. Wir fangen jetzt erstmal an, bisschen die Fleischbrühe fertig zu machen. Gut, ich habe ja gesagt, wir haben Gemüsebrühe, in dem Fall 1/4 Liter Wasser, rin in den Pott und dann müssen wir das erstmal auflösen mit dann dementsprechend der Gemüsebrühe oder Fleischbrühe, je nachdem, was ihr da nehmt. Ich nehme jetzt hier 2 so eine Esslöffel, das ist für mich ausreichend. Und dann wird das heiß gemacht. So. Und dann verrühren wir das Ganze. Wenn das jetzt aufgekocht ist, geht es dann weiter. Dann kümmern wir uns um das Hackfleisch und Zwiebeln und was haben wir noch? Tomatenmark. Genau, das wird dann zusammengesetzt. Ja, und wenn das dann fertig ist, dann wird die Fleischbrühe oder Gemüsebrühe dazugegeben. Seht ihr gleich. Da Marcel die Zwiebeln nur ganz klein gehäckselt mag, haben wir hier unseren Mixer sozusagen oder unseren Handmixer, Handzerkleinerer. Und ich habe jetzt die Zwiebeln da reingepackt und jetzt heißt das erstmal alles klein machen. Aber ich brauche noch ein bisschen Wasser. Ohne Wasser geht das hier nicht. Das muss man so ein bisschen dann ausprobieren. Ich sag mal so für euch, ihr werdet das wahrscheinlich nur klein häckseln und dann ist gut und dann geht das ab in den Topf rein. So, nach einer kleinen Partie Sport, hätte ich beinahe gesagt, haben wir jetzt hier so ein Smoothie, Zwiebelsmoothie. Gut, ich glaube, ich würde es nicht unbedingt essen, also zumindest nicht so trinken. Aber jetzt werden wir das Ganze mit Butter anschmoren, dass das schön die Zwiebel sich zerlässt und dann geht es weiter mit dem Hackfleisch dazugeben und dann kommt noch das Tomatenmark dazu und später dann noch der geviertelte Kohl, um den auch ein bisschen mit schön anzudünsten. 10 Minuten sind jetzt um, jetzt geht das los, dass wir den Kohl im Prinzip aus dem Wasser lassen. Jetzt ist er nämlich auch schön überall ein bisschen weicher geworden. Und dann vierteln wir den. Dauert halt kurz einen Moment, bis das abgegossen ist. So, jetzt nehmen wir das Ding da raus. Das ist natürlich auch warm, ist klar. Also 1, 2, 3 Heps. Und dann kümmern wir uns als erstes erstmal um den Strunk. Wir werden den jetzt einmal in der Mitte zerteilen. Moment hat es natürlich gedauert und es ist ja auch ein bisschen dann nervig, wenn das dann nicht so gleich klappt. Ne? Wir haben den jetzt in der Mitte zerteilt. Ich nehme die obersten Schichten nämlich dann davon ab vom Kohl. Die werde ich nicht mit verwenden. Wir haben ja eh genug. Es ist nämlich ein bisschen mehr, habe ich ja gesagt, als ein Kilo. Und jetzt werde ich halt auch versuchen, diese Strunksachen hier alle rauszuschneiden. Das mache ich auch relativ großzügig. Weil alles, was ein bisschen dicker ist, ist natürlich nicht so ein schöner, feiner Kohl. Das ist halt alles ein bisschen strunkmäßig. Das kann man dann halt da einfach rausnehmen. So, einmal. Dann haben wir noch die andere Seite. Hier ist ein bisschen mehr dran.
Dann haben wir jetzt noch die Aufgabe, das Ding einmal in der Mitte nochmal wieder zu zerteilen. Also wir sollen es vierteln. Ich beginne jetzt erstmal das Ganze anzuschwitzen, also Zwiebeln natürlich. Hat auch was mit in der Erde zu tun, aber es sind Zwiebeln. Dann packe ich halt das in ein bisschen Butter und dann wird das auch in, Dankeschön, mit dem Hackfleisch zusammen gemacht. Kam ich doch gerade nicht auf den Namen, aber so ist das manchmal. Erstmal machen wir die Butter hier und dann geben wir gleich, wenn das einmal schön die Butter zerlassen ist, geben wir dann die Zwiebel dazu, schmoren das erstmal ordentlich an. Du weißt aber, dass das Margarine ist, ne? Ja, Margarine, egal. Spielt keine Rolle. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und zu dem Kohl noch dazu gesagt, wir werden den Kohl natürlich nochmal kleiner machen, weil der passt ja so nicht in den Omnia rein. Man könnte das jetzt natürlich so machen, wenn man zu Hause wäre, könnte man das Ding auch dort reinbringen in den Backofen oder in diese Auflaufform. Allerdings würden wir das jetzt hier nicht tun. Wir werden das jetzt hier schön nochmal klein schneiden und dann werden wir halt kleine Stücken im Omnia haben. Bei euch geht das Ganze anbraten, natürlich anrösten der Zwiebeln viel schneller. Bei uns dauert das ein bisschen länger, weil ich ja Wasser dazu gegeben habe und dieses Wasser muss erstmal verdunsten. So, jetzt kommen wir mal zu dem Geruch hier im Auto. Viele fragen sich so ein bisschen, Gerüche im Auto, Feuchtigkeit im Auto, ist ja alles blöd. Stimmt, generell ist das blöd, aber es gibt natürlich ein paar Tricks. Da oben auf und dann geht hier noch das Fenster auf und dann geht dieser Geruch auch sehr, sehr schnell raus. Ich setze das jetzt hier nur in Lüftungsstellung und das reicht schon aus, dass die kühlere Luft und die frische Luft von der Seite vom Fenster rauskommt, in die Richtung nach oben abzieht und dann habt ihr wie eine Dunstabzugshaube. Somit ist die Feuchtigkeit und diese Gerüche auch sehr schnell wieder raus. Ja, wir warten jetzt kurz noch, bis das hier alles schön zerkocht ist und dann geht da das Mett gleich hinzu. Es dauert also noch einen kleinen Moment und dann braten wir das Mett noch schön an. Die Zwiebeln sind jetzt angeröstet. Jetzt kommt da das Hackfleisch dazu. Das geben wir in kleinen Häppchen sozusagen hinzu. Vorsichtig, dass es nicht zu platscht. Also, dass es dann im Prinzip nicht so spritzt. Und dann wird das gleich noch schön zerkleinert im Pott. Gut immer Mülleimer da zu haben. Schnell. Griffbereit sozusagen. Ja, und jetzt fangen wir an, das Ganze zu verkleinern. Und dann das anzurösten. Also laut Rezept heißt es Zwiebeln zufügen, leicht anbräunen, Butter in einen Topf zu lassen, Zwiebeln zufügen, leicht anbräunen und Hackfleisch zugeben und jetzt 5 Minuten anbraten. Gefühlt hat das erstmal was von der Bolognese. Genau. Aber es wird anders, es wird kohlig. Und ich sage euch, ich habe eine Nacht erlebt, ich weiß gar nicht, ob ich das will, dass Stefan das isst. Wir sind dann jetzt wieder so weit, dass wir das schon mal schön anschmoren lassen haben. Ihr könnt das ja jetzt gerade sehen in dem Pott. Es schmort also noch und ich werde jetzt hier an der rechten Seite, für euch ist es glaube ich die linke Seite, dann das in so Scheiben noch schneiden und dann halt so in Würfel eher, so dass wir die Würfel schön gut vernünftig in den Omnia reinkriegen und das kann sich dann schön verteilen. Und dann wird das einfach dazugegeben, können wir also nehmen und ab in den Pott damit. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt müssen wir Paprika dazugeben. Scharf soll es sein, haben wir hier. Ich werde es natürlich jetzt nicht übertreiben, logischerweise. Also muss man so ein bisschen nach Geschmack machen. Und Salz. Haben wir Salz schon draußen? Nö. Dann nehmen wir das hier noch dazu. Muss man auch so ein bisschen nach Geschmack machen. Das köchelt sich jetzt alles ein. Also laut Rezept. Wir haben ja Muttis Rezept hier. Genau.
wäre es ein Teelöffel Salz, was man wohl zugeben soll. Aber ihr wisst, Salz ist immer so eine Pi mal Daumen-Sache. Und auch ein Teelöffel Paprikapulver. Wir wandeln es ein bisschen ab, haben jetzt, wie gesagt, Gulasch-Gewürz genommen. Aber im klassischen Gulasch ist Paprika drin. Ja, sehr viel sogar, genau. Genau, und das soll jetzt 30 Minuten dann erstmal bei mittlerer Hitze dünsten. Genau, und das wird jetzt auch gleich weniger, also keine Angst, das bleibt nicht so viel in dem Pott. Das geht gleich noch weiter runter, weil der Kohl wird ja weicher. Aber jetzt lassen wir den erstmal schön dünsten auf mittlere Hitze. Stelle ich gleich noch runter. Und dann Deckel drauf. Genau. 30 Minuten soll das ja jetzt, wie gesagt, erstmal köcheln auf mittlerer Hitze. Das heißt, wir haben da jetzt gut Zeit. Damit ihr jetzt nicht denkt, oh mein Gott, was sollen wir jetzt 30 Minuten lang hier machen, gibt es mal etwas anderes hier im Buggys Kombüsenstudio. Wir machen einen Blick nach draußen. Für euch, wir sind hier in Schulenburg im Oberharz. Schulenberg im Oberharz. Ein richtig toller Stellplatz. Und ihr habt es ja am Anfang gesehen, wir haben eine Schneeballschlacht gemacht. Das heißt, es liegt draußen Schnee. Und es wird gerade wesentlich mehr. Da kommen richtig dicke Flocken gerade. Das werden wir euch aber nicht zeigen, sondern ihr seht jetzt etwas von oben. Mal was ganz anderes, weil wir müssen uns ein bisschen warten und wir dachten, so einen kleinen Werbebreak in eigener Sache. Sprich, ihr seht jetzt eine tolle Drohnenaufnahme von Schulenberg. Richtig, und der Okertalsperre. Im Oberharz, das seht ihr jetzt. Geht nun weiter. Wir werden jetzt hier wieder die Brühe ein bisschen aufheizen. Sehe ich gerade. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich zu dunkel, ne? Ist das besser so? Ja, dann machen wir es lieber so. Also wir werden jetzt hier das Tomatenmark und die Brühe so ein bisschen zusammenführen und dann werden wir das noch darüber geben. Das geht also auch gleich weiter. So. Lassen wir das schön auflösen. Und dann wird das noch da reingegeben mit. Und dann wird das noch mal ein bisschen zerköchelt, also verköchelt. Das heißt, ich drehe da noch mal ein bisschen höher, bis es dann irgendwann dann auch Zeit ist für den Omnia, dass das noch so ein bisschen ja aufgebacken, überbacken, wie auch immer wird. Das macht man ja dann auch theoretisch mit dem Schafskäse zusammen. Schafskäse lassen wir hier weg. Wir machen das nur mit Ei, was da im Rezept drin steht und halt Paniermehl oder Semmelbrösel oder was auch immer. Das hier ist auch nur so ein bisschen für den Geschmack. Wir haben übrigens das Tomatenmark mit Balsamico. Oder? Balsamicum, genau. Wir finden das ganz lecker. Von daher, ja, muss jeder selber wissen, ne? Es geht normales Tomatenmark natürlich genauso. Geht das dazu. Und dann wird das
noch mit schön untergerührt und dann nochmal schön ein bisschen verkocht. Für Köche ist das ja immer ganz wichtig, nicht? Dieses ganze Abgeschmeckerei und so weiter. Ich will natürlich auch wissen, wie es denn ist, ob ich nochmal was nachwürzen muss. Und das ist dann auch je nachdem, welcher Schärfegrad man denn erreichen möchte. Also ich finde es sehr gut, es hat eine leichte Schärfe, finde ich ziemlich gut. Also für mich ist es ausreichend, für jemanden, der sagt, na, ich möchte ja ein bisschen mehr, dann Attacke. Also das kann man natürlich ja so machen, wie man es möchte. Ich glaube, du magst es auch nicht zu scharf, ne Marcel? Genau. Also von daher, alles super. Jo, dauert noch einen kleinen Moment und dann geht er gleich in Pott, also in Omnia. Wir werden uns natürlich an das Rezept halten. Machen die Form etwas butterig oder Margarine mit Margarine und dann hauen wir da ein bisschen Semmelbrösel daran. Mal sehen, wie das so ist, geschmacklich und so weiter. Vielleicht ist das dafür wertvoll. Also normalerweise braucht er das hier bei dieser Silikonform auf keinen Fall. Die ist schön abweisend, also da ist nichts, das ist nicht nötig, dass das hier gebuttert wird oder sowas. Zu Hause, wenn er das jetzt zu Hause macht, natürlich in so einem Bräter oder sowas, dann sollte er das wahrscheinlich schon machen, damit es nicht so anwappst. Aber hier haben wir noch nie Probleme mit gehabt. Aber einmal das Rezept befolgen. Und da ich keinen Pinsel hier habe, denn man ist ja im, ne, da habe ich hier so ein schönes kleines Tuch, einfach ein Zewa oder beziehungsweise eine Küchenrolle, so heißt es ja. Und es ja mal ganz normal sagen, nicht irgendwie markengetreu. Ja, und dann kommen jetzt noch die Semmelbrösel da drüber. Hau ich das erstmal weg. Mal sehen. Ich glaube, pack da jetzt gleich was rein und dann schwenke ich das. Das ist, glaube ich, das Beste. So. Jetzt werden wir das ganze Gericht vom Herd nehmen und nochmal so ein bisschen ruhen lassen. Das darf ruhig ein bisschen abkühlen. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Jetzt brauchen wir noch einen Viertel Liter Milch. Also habe ich wieder den Messbecher rausgeholt. Und zwar bei Milliliter. Das ist von der Seite. Muss ich also andersrum schütten. So, Viertel Liter haben wir gleich. Jawohl. Sehr gut. Und zwei Eier. Die hauen wir da jetzt rein und dann werden die schön verquirlt. So, unser Spezialrührer, mit dem geht es immer ganz gut. Ach, wunderbar. Schon so eine tolle Erfindung, dieses Ding. Kann ich nur empfehlen. So, ich würde sagen, ist gut. Ordentlich verquirlt. Jetzt müssen wir noch einen Moment warten, denn das muss noch einen kleinen Moment abkühlen. Und wenn das abgekühlt ist, so ein bisschen, also ich sag mal so 5 Minuten, das reicht ungefähr, dann geht das weiter, dass wir das in die Form packen. Für uns geht es jetzt hier weiter. Wir werden jetzt das Ganze schön in den Omnia packen. Da muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig sein, kennt er selber. Ich habe den Omnia übrigens gleich richtig drauf positioniert, weil könnte sein, dass der dann warm wird. Dann brauche ich ihn nämlich nicht mehr anfassen. Also duften tut das natürlich sehr gut schon mal. Da wir ja keinen Schafskäse jetzt drauf machen, sondern wir werden das mit Semmelmehl sozusagen bestreuen, machen wir das also jetzt an dieser Stelle hier. Und zum Schluss geben wir dann noch die Milch mit drüber. So.
So, recht einfach. Und jetzt heißt das einfach noch auf den Herd wieder schön vorheizen. Einmal 5 Minuten auf Volldampf, so 100 Grad erreichen. Ja, und dann können wir das auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Jetzt muss ich allerdings noch mal gucken, wie lange. Ich glaube eine halbe Stunde oder eine Stunde. Was stand denn da? 45 Minuten. Jetzt müssen wir das mal gucken, wie das im Omnia ist. Das kann sein, dass es ein bisschen schneller fertig ist. Das werden wir dann gleich sehen. Ihr habt es gerade gesehen. Natürlich ist der Omnia genau gefüllt. Also es passt ganz genau dort rein. Mehr sollte es nicht sein. Das ist so eine gute Portion, also für zwei Leute auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Eine dritte Person könnte auch noch mit satt werden, würde ich jetzt sagen. Kleiner Tipp. Falls euch das Ganze so ein bisschen zu aufwendig ist und ihr sagt, naja, das wäre doch auch ein tolles Gericht für Freitag, wenn ich zum Platz irgendwo ankomme oder irgendwo, wo ich dann gerade ankomme, wann auch immer das sein mag, dann könnte man natürlich auch das Ganze vorbereiten. Das heißt, den Kohl und so weiter mit dem Hackfleisch schon alles zu Hause anbraten. Und dann nehmt ihr das einfach nur mit, packt das dann noch in die Form, also in den Omnia. Und ja, dann habt ihr im Prinzip ein schnelles Gericht dann für den Abend. Also klar, 45 Minuten dauert es ungefähr ja noch. Das muss man warten, aber man hat halt keine Arbeit mehr davon. Aber wir wollen euch das ja zeigen, wie es hier im Van ist und wie man es komplett im Van macht, wo es auch gar kein Problem mit gibt. Zeit zu schauen, wie es aussieht. Und ich würde sagen, es sieht schon mal sehr gut aus. Klar, dunkel wird es natürlich oben nicht, logischerweise. Ist ja Omnia, das kennt ihr. Da brauche ich nichts zu sagen. Aber ich würde sagen, Essenszeit. Wir fangen jetzt an, was zu essen. Hab doch schon mal die Kelle und dann tue ich da mal was auf, würde ich sagen. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Ach, guckt euch das schön an. Toll. Wir lassen uns das jetzt auf jeden Fall schmecken. Natürlich kann man dazu jetzt vielleicht Kartoffeln noch probieren oder halt Brot oder Brötchen. Das könnte man gut haben. Wir haben es jetzt uns ganz einfach gemacht. Und wir probieren das jetzt erstmal, ne? Genau. Ich sagen. Ob mir das gut schmeckt? Auf jeden Fall sehr heiß, das kann ich schon sagen. Aber es kommt ja direkt aus dem Ofen halt, ne? Das ist ja toll. Also, ich find's gut. Ass rein. Ich merke die Schärfe. Ja, leicht scharf ist es, ne? Leicht scharf auf jeden Fall. Mhm. Aber wunderbar. Also, kann man auf jeden Fall essen. Ist zu empfehlen. Und weil wir jetzt in Ruhe essen wollen, sagen wir euch, habt ihr auch tolle Rezeptideen, dann einfach an rezepte@bragi-kombüsenstudio.de oder in die Kommentare. Ja, in die Kommentare macht es auch auf jeden Fall Sinn. Mhm. Und wieder unter www.bragi-kombüsenstudio.de, da bekommt ihr dieses Rezept zum Nachkochen. So, und jetzt merke ich gerade, ich habe ein paar Fotos vergessen zu machen, gerade am Anfang. Aber noch Fotos gemacht. Das sollten wir auf jeden Fall machen, sonst sind wir ganz schnell beim Wegschnabulieren. Mhm. Also, das war's. Achso, bevor wir nochmal warten. Ende. Schluss aus Ende. Wir lassen es genießen. Bleibt uns gewogen, bleibt uns gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.